Hier spricht Dr. Strauss. Ich finde schon. Eines meiner Ethereum-Harvester-Teams antwortet nicht mehr per Funk. Verstanden. Einsatzteam, ihr solltet die letzten bekannten Koordinaten des Harvester-Teams haben. Ja, könnte sein, dass wir die haben, aber interessiert mich nicht. Wo ist das denn her? Ach so, ist. Ist die Belohnung für die Dings. Ne? Also, nochmal zusammenfassend. Erstens, schätz deinen Skill-Level richtig ein. Ne? Es ist keine Schande, sich selber einzugestehen, dass man in gewissen Teilbereichen Defizite hat. Und ganz ehrlich, davon gibt es eine ganze Menge Spieler, die solche Defizite haben. Ne? Und sei es nur das Defizit, dass er über ein beschissenes Ego verfügen, weil sie so einen kleinen Schniepel zwischen den Beinen haben. Ne? Von dem Frauen ganz einfach befreit sind. Die haben kein Ego. Die reißen dir den Arsch auf, wenn dein Ego amok läuft. Also bei mir auf jeden Fall. Ich schätze solche Frauen. Insta-Kill. Zweitens, lass dein Ego zu Hause. Ist ein Tipp, den ich mir selber auch auf die Fahnen schreiben muss. Weil Tu Kawai, was immer das auch bedeuten soll, ne, der hat mich jetzt geärgert. Ne, und jetzt ist es eben so, dass mein Ego mir sagt, wenn der Typ mal irgendwann Hilfe braucht, verweigere ich ihm die. Ne? Ich habe hier die Aura-Heilung. Ne? Ich weiß, der macht gleich wieder irgendeine dumme Scheiße, die ihm wieder in horizontale Position schickt. Und da muss ich jetzt schon mit mir sehr kämpfen, dass ich dann meine Aura-Heilung für den Arsch benutze. Ne? Sollte ich aber tun. Macht taktisch ganz einfach Sinn. Die haben den wilden Kristall geschafft. Ich bin beeindruckt. Also irgendeiner scheint da doch so ein bisschen Skill zu haben. Oder hat er einfach Glück? Da waren wir. Ich finde schon ein Eckchen. Da müssen wir hin. Doppelte Punkte. Drittens, es gibt keine Meta. Die Meta ist immer die, die du zur Meta erklärst. Das ist die Meta-Waffe. Und wenn irgendein bescheuerter YouTuber euch erzählen will, weil er davon, ich kenne da so einen, möchte den Namen nicht nennen, ja? Nur, Fakt ist ganz einfach, ich kenne nur Kacknoobs, ihr Geld für beschissene Bundles ausgeben. Ich kenne wirklich nur Kacknoobs, die ihr Geld für Bundles ausgeben. Na, klar, habe ich auch gemacht. Ne? Aber wenn ich da manchmal sehe, ne, ist immer so. Ne? Ich kenne so viele, die laufen jetzt zum Beispiel aktuell mit dem Rambo Skin durch die Gegend. Ne? Das ist eine Verhöhnung dieses
aus meiner Kindheit bekannten Actionhelden. Wirklich, eine Verhöhnung. Ne? Rambo war ein Typ, der ganz alleine den Vietcong erledigt hat. Ne? Und wenn ich hier manchmal im Multiplayer sehe, welche Kacknoobs... Die Untoten waren wohl schneller als wir. Strauß, mein Team wird den Job zu Ende bringen. Seien Sie Warum vorsichtig. Sind die wieder so stressig? Mein Team war es offensichtlich nicht. Na, ist nur in die Nähe gegangen, gut. Na, was für Kacknoobs mit einem Rambo-Skin hier rumrennen und die rein gar nichts können. Na, so, wobei die ganzen Skill-Gamer, na, also die meisten Skiller regen sich natürlich auch über SG Skill-Based Matchmaking auf. SBMK. Nee, SBMM. So. SBMM regen sie sich auf. Ich mich mittlerweile auch. Na, weil ich dachte schon, ich bin schlechter geworden. Oder alle um mich herum sind extrem besser geworden. Komm mal. Von hinten grabbeln. Was ist denn hier mit dem Maximal? Hey, ich kenne zum Beispiel einen guten Spieler aus meinem früheren Clan. Der spielt nur Zombie, weil ihn dieses Skill-Based Matchmaking sowas von dermaßen aufregt. Und mittlerweile kann ich es auch verstehen. Ja? Früher dachte ich, ist doch fair. Ja? Weil so ein Brocken, der gegen Neuling antritt, ist natürlich so ein bisschen mies. Ja? Auf der anderen Seite haben die Leute recht, die argumentieren, wir haben uns das alles auf die Pike zusammengelernt. Ne? Und ich finde schon Action. Die kriegen heute Abschussserien und all so einen Scheiß kriegen die geschenkt. Ne? Ich weiß noch bei Modern Warfare 3 diese Unterstützungsabschussserien. Ne? Weißt du, Unterstützung ist ja schön und gut. Ne? Bonuspunkte. Aber wenn bei der Unterstützung ne, so ein Stealth-Bomber dabei ist, ne, der mal eben so über die halbe Karte, über die ganze Karte fegt und die halbe Karte mit Bomben eindeckt, ne, und der dir dann deine Abschussserie kaputt macht, ne? Da kriegst du zu viel. Da bist du wirklich, wo du sagst, was ein Arsch. Ne? Und der Kacknub freut sich. Ne? Ne? Und hier... Ich weiß noch, wo ich die erste Runde hier Warzone gezockt habe. Ohne Level, ohne alles. Ich habe alles über den Haufen geschossen und dachte, boah, was für ein geiles Game. Ne? So, mittlerweile immer nur Schwitzer-Lobbys. Wirklich, du musst richtig ackern hier. Ne? Weißt du, und gleich gute Spieler zu bekommen, okay. Ne? Aber dann auch noch künstlich hier den Ping verändert zu bekommen, oder. Ne? Das finde ich ein bisschen daneben. Ja, also das ist nicht nice.
Typ Nummer 4 war sein Teamspieler. Ne? Hau nicht direkt der Dingen raus, von wegen, dass du in die nächste Runde rein willst. Ne? Es könnte sein, dass du Idioten oder, was heißt Idioten, Anfänger mit dir in der Lobby drin hast, die einfach auf doof klicken. Maximale Munition. Ne? Und jemand wie ich ärgert sich ein Loch in Arsch, ne? Weil er ja noch nicht mal die Chance bekommen hat und seine Waffe punchen konnte. Oder sonst etwas. Ne? Man wartet, bis alle aus dem Team an der Signalstation sind oder bis irgendjemand signalisiert, jo, kann weitergehen. Ne? Aber in jedem Fall ist es eine Unhöflichkeit. Ich finde schon Action. Direkt auf weiter klicken zu wollen. So, dann wollen wir mal schauen, ob die Diamanti Akimbo dem Order so ein bisschen den Tag verhageln kann. Ja, ja, und Tipp Nummer 5, verstehe das Spiel. Ja? Zum Beispiel hier im aktuellen Fall bei Ausbruch. Es geht nicht darum, die meisten Kills zu machen. Nein, bei manchen Spielern habe ich das Gefühl, die glauben, es geht hier darum, also nicht, dass sie glauben, es geht hier um die meisten Kills, sondern die haben anscheinend den Auftrag, die gesamte Karte von Zombies, eine Sache der Ehre. Ja? Spaß beiseite. Das sind natürlich Vollidioten. Ne? Vollidioten, die Instakill sich darauf einwichsen oder die dadurch ihr Selbstwertgefühl steigern. Kein Scheiß. Ich habe keine Moon mehr. So, belohnungstechnisch war da mal wieder nichts dabei für mich. Also nochmal. Verstehe das Spiel. Es geht hier nicht um die Kills, sondern es geht darum, so schnell als möglich deine
Waffen aufzuwerten. Und das macht man nun mal, indem man durch die Lüfte fliegt und die Essenzbottiche einsammelt. Ja, und ich habe immer eine Heidenangst davor, deswegen ist das immer das Erste, was ich mache, dass ich jemanden in der Lobby drin habe, der halt genauso schlau ist. Aber das ist mir bis zum heutigen Tage nur ein einziges Mal passiert. Nur ein einziges Mal habe ich wirklich jemanden hier drin gehabt, der genauso wie ich von Anfang an die Jump Pads benutzt hat. Ja, und momentan, okay, sind die so ein bisschen... War gar keine. Oder nehmen wir an mit Kino der Toten. Habe ich euch gesagt. Kino der Toten lief folgendermaßen. Es konnte nur eine gewisse Summe X Zombies auf der Karte sein. Bedeutete im Umkehrschluss, es war taktisch klüger, langsam und gleichmäßig zu töten. Ne? Gleich von Anfang an eine gepanschte Waffe zu haben, war eine gute Möglichkeit, früh ins Gras zu beißen. Ne? So. Und das haben einige nicht gerafft. Bergt das Ethereum und ladet es in die Extraktionsrakete. Beeilen Sie sich, Einsatzteam! Ethereum zerfällt schnell! Reinigen Sie die Einheit, um den Kanister zu entkommen. Ethereum-Probe erlangt. Sie erleben jetzt eingeschränkte Mobilität und Sicht, richtig? Ethereum-Kristalle sind nicht nur schwer. Ihre Strahlung ist auch überaus potent. Aber es ist absolut sicher. Punkte. Gutes Teamplay, aber ich will nicht. Die BAE, du Schweinebacke. Einfach den Abzug drücken, wie im Westen. Maximale Munition.
am Arsch lecken, du Mistkerl. Ach komm schon, spawnt mal schneller. Doppelte Punkte. Jetzt ein bisschen enttäuscht. Sobald das Ethereum hier ist, kann ich meine Arbeit fortsetzen. Anomalie entdeckt. Schnell dorthin und das Signal aktivieren. Also versteht das Spiel. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Kills gefarmt. Aber zum einen, weil ich halt diese Aufgabe habe. Zum anderen, weil ich dachte, ich hätte die Möglichkeit, gleich die dritte Punchung vorzunehmen. Aber hat nicht gereicht. Also auf den anderen Karten, da kannst du dich da schön hinstellen, wo die Viecher spawnen, und kannst sie dann schön wegschnibbeln.